Hallo und guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich wieder ganz außerordentlich, dass hier so viele 14-jährige Mädchen im Publikum sitzen. Vielleicht kann ich sie nach der Show zu einem kleinen Gläschen warme Milch einladen. Des Weiteren freue ich mich natürlich genauso, dass sie wieder eingeschaltet haben zu Hau deine Frau, schlag deinen Mann, trink deinen Hund. Heute mit einer ganz speziellen Familie begrüßen sie mit mir den ersten Gast des Abends, Dirk. Mit seiner Frau, Ingeborg. Sowie sein Hund, Saddam. Und wir wollen auch gleich loslegen mit der ersten Frage. Das war ein klein bisschen zu früh, Ingeborg. Ich muss ja erst die Frage stellen. So, und deswegen gebe ich auch gleich die Frage weiter an Ihren Mann. Er kommt in die Einzelrunde. Hier kommt doch schon die erste Frage. Nein, Sie brauchen jetzt nicht zu drücken, Sie kleine das ist doch schon die Einzelrunde. Also, ist unsere Show gewalttätig? Oder etablieren wir hier ein revolutionär neues Fernsehformat? Ja, also nein. Und die Antwort ist... Damit bekommen Sie einen Punkt. Bitte wählen Sie. Das war ja Spannung pur, meine Damen und Herren. Wir gehen gleich rüber zu Frage 2. Und hier ist sie auch schon. Wie kommt es, dass Männer von Natur aus intelligenter, gut aussehender und sensibler sind im Umgang mit den Gefühlen anderer Menschen als Frauen? Ja, das ist halt so. Und die Antwort ist... Damit bekommen Sie einen Punkt. Bitte wählen Sie. Und wir kommen auch schon zu Frage 3. Wer fand die Blockflöte? Und die Antwort ist... Damit bekommen Sie einen Punkt. Bitte wählen Sie. Also ich wollte doch mal fragen, wieso kriege ich hier eigentlich immer in die Fresse? Das ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, die Antwort können wir durchgehen lassen. So, meine Damen und Herren, das war's auch schon wieder mit Hau deine Frau, schlag deinen Mann, dreh deinen Hund. Und denken Sie dran, schlagen Sie Ihre Frau nicht zu Hause, schlagen Sie sie im Fernsehen, denn das bringt Geld. Also, nicht lange diskutieren, Fresse polieren.